Wann ist es sinnvoll, Weisheitszähne zu entfernen? Hallo und herzlich willkommen bei Kieferwissen. Ich bin Steffi, deine Physiotherapeutin und CMD-Expertin. Und ich habe mich meiner Frage gewidmet: Wann ist es denn sinnvoll, dass ein Weisheitszahn rauskommt? Oder wann sollte man alle Weisheitszähne entfernen? Denn das wird ja auch häufig gemacht. Und die Frage wird schon häufig an mich herangetragen, wenn viele Patienten kommen und sagen, sie haben jetzt ihre Kieferprobleme bekommen oder ihre Kopfschmerzen oder ihren Tinnitus, seit die Weisheitszähne raus sind. Oder sie kommen auch mit heftigen Problemen nach der Entfernung der Weisheitszähne. Und da muss man sich natürlich fragen, ist das immer so sinnvoll, was da gemacht wird? Und ich beleuchte es von zwei Seiten, weil ich denke, die Zahnärzte sind gut und ich gebe erstmal einen Vertrauensvorschuss und Bonus und sage einfach, ein guter Zahnarzt weiß, wann er einen Zahn ziehen muss und wann nicht. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Wenn du was anderes erlebt hast, sorry, also das tut mir echt leid und das kann man natürlich auch nicht rückgängig machen, ganz klar. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass der Zahnarzt dir erstmal was Gutes will. Trotz alledem gibt es immer wieder Situationen, wo Zahnärzte pro forma sagen, gerade zu Jugendlichen, komm, wir ziehen dir mal die Weisheitszähne, am besten alle vier an ein Stück und dann hast du keinen Ärger mehr. Natürlich können Weisheitszähne Ärger machen. Was können sie denn jetzt eigentlich für Probleme machen? Naja, es ist zum Beispiel so, dass wenn Weisheitszähne kommen, sie ja einfach Platz brauchen. Wenn du den Platz nicht hast in deinem Gebiss, weil dein Gebiss sowieso schon nicht so gut entwickelt ist, ist einfach zu klein im Ober- und Unterkiefer, die sind nicht so breit angelegt worden, dann hast du irgendwo einen Platzmangel. Denn so ein Weisheitszahn, der braucht echt Platz. Ist einer unserer größten Zähne, also ist ein Backenzahn und das ist ein Thema. Das andere Thema ist, dass ein Weisheitszahn auch irgendwie lange braucht, um überhaupt rauszukommen. Das liegt natürlich daran, dass er so groß ist und dass das auch eine anstrengende Phase ist und dass das halt am Ende der letzte Zahn ist, der dann so rausschiebt und dass dein Schädel, wenn du jetzt erwachsen bist, nicht mehr so mobil ist, sich nicht mehr so anpassen kann, als wenn du jugendlich bist. Deswegen gibt es halt immer wieder die Schübe, wo die dann rauskommen und dann hören sie wieder auf zu schieben, dann kannst du dich wieder entspannen, dann schiebt es wieder, dann bist du wieder voll dabei und hast Schmerzen und das ist halt auch ein anderes Thema, ein anderes Problem, denn es kann dir Schmerzen machen, ganz klar. Es kann Schmerzen, es kann Entzündungen hervorholen und Fieber. Du hast also in der Zeit, wo ein Zahn kommt, das kennen wir alle von kleinen Kindern, hast du ja auch die Situation, dass kleine Kinder einfach sagen, boah, ich bin so fertig, das sagen die nicht, meistens weinen sie und weinen und quengeln und sind unruhig und haben halt Fieber und schwitzen und du denkst dir, hoffentlich ist der Zahn bald da. Und genauso ist es halt dann bei uns als Erwachsene, dass wir das halt gar nicht mehr gewöhnt sind. Wir sind das ja nicht mehr gewöhnt, dass irgendwo eine Veränderung in unserem Körper passiert und wir sie einfach auch mal zulassen. Wir denken dann, oh Gott, wir müssen das irgendwie regeln, wir müssen das lösen, das ist nicht gut, das tut weh, das muss weg. Und natürlich, wenn es jetzt auf Dauer eine Entzündung macht, und das ist nämlich häufig so, dass es dann die Entzündung macht am letzten Zahn, also an den vorhergehenden, am Siemerzahn, am Backenzahn vorher, dann kann es zum Thema werden, dass du dann wirklich auch sagst, ich muss mal zum Zahnarzt, da muss ich das anschauen, ich muss das irgendwie auflösen lassen, ganz verständlich. Denn wenn du jetzt anfängst, eine Entzündung drin zu haben, in irgendeinem Zahn, ob es jetzt der Weisheitszahn ist oder ob es der Zahn davor ist, dann bildet das immer diese Brutstätte für Bakterien für den gesamten Körper. Denn unsere Mundflora ist ja besetzt mit sehr vielen Millionen artischen Bakterienarten. Und wenn dann so negative Bakterien, das sind halt die meisten, die da drin sind, kommen und so einen Zahn besiedeln, dann geht das halt meistens weiter in den Körper hinein und kann dafür sorgen, dass du irgendwo im Körper halt deine Entzündungen bekommst. Das kann dafür sorgen, dass du irgendeinen Herzinfarkt kriegst, dass du am Knie irgendwo eine Arthrose hast, dass du am Fuß irgendeinen Schmerz entbekommen wirst. Also diese Zähne, die breiten sich dann aus und gehen richtig weiter und können halt dann wirklich Themen machen, die nicht so schön sind. Also das ist so das Erste, wo man auch verstehen kann, dass natürlich so ein Weisheitszahn zu bekommen, ist nicht die einfachste Phase. Nur wie gesagt, ich erinnere halt gern daran, dass es bei Kindern genauso ist, dass denen das auch nicht besonders gut bekommt, wenn ein Zahn kommt und die trotzdem durch müssen, weil wir wissen, die Zähne müssen raus. Als Erwachsene haben wir es leider vergessen. Wir denken, die Weisheitszähne, die braucht man nicht, ist nicht so wichtig. Ein anderes Problem, was häufig vom Zahnarzt angesprochen wird, was ich nicht so empfinde, ist, dass die sagen, man kann diese letzten Zähne nicht gut putzen.
Da muss ich sagen, finde ich nicht, also wirklich nicht so ein Thema. Wenn du eine gute Mundöffnung hast, davon gehen wir jetzt mal aus, und wenn nicht, dann trainierst du sie an, dass du eine gute hast, dann bist du natürlich fähig, auch den letzten Zahn zu putzen. Also meine Güte, unser Gehirn ist doch so intelligent, unser menschlicher Körper würde uns doch nicht mehr Zähne geben, als wie wir handeln können. Und wir haben eine Hand und wir haben einen Mund, der aufgeht. Warum sollen wir denn nicht den letzten Zahn putzen können? Also das ist mir irgendwie eine ganz, ganz komische Begründung dafür, dass man einen Zahn zieht, dass man dann sagt, man kann den jetzt nicht putzen. Also das kann ich nie nachvollziehen. Muss ich echt sagen, nimm Zahnseide, nimm Zahnbürste, nimm einfach eine gute elektronische Zahnbürste und geh da rein und putz den Zahn. Also das sollte jetzt nicht das Thema sein. Ob das jetzt günstig ist, dass Weisheitszähne rauskommen, das kann ich dir nicht so pauschal generell beantworten. Das will ich dir auch nicht beantworten, weil ich habe da einige Gedanken dazu. Die erste Sache ist natürlich, es ist jeder individuell zu sehen. Du kannst jetzt nicht sagen, Frau Müller und Frau Lehmann und Frau Schmidt sind alle gleich, denen müssen wir alle die Weisheitszähne rausnehmen. Ich bin der Meinung, ein weißer Zahn, diese Keimanlagen sind nicht umsonst da. Wenn wir sie nicht bräuchten oder sie nicht so notwendig wären, hätten wir sie nicht. Im Prinzip hätten wir sie gar nicht erst als Anlage, würden sie überhaupt sich nicht bemerkbar machen. Aber wir haben sie. Es gehört zum Körper dazu. Und das zeigt mir, dass der Körper sich irgendwas dabei gedacht hat. Also unsere Natur, unser Universum, unser Leben sich was dabei gedacht hat, dass wir weiße Zähne bekommen sollen. Das ist so mein erster Gedanke dazu. Dann muss man ja sagen, jeder Eingriff ist ein Eingriff. Er birgt Risiken, er birgt Gefahren, ist einfach so. Jeder Eingriff kostet dich Zeit, er kostet dich irgendwo auch Geld, weil du kannst nicht auf Arbeit gehen, du bist erstmal lahmgelegt. Es kostet dich Energie, ganz klar. Klar, es kostet dich vielleicht auch Energie, wenn der Weisheitszahn wächst, das kann sein, nur weißt du es nicht. Denn wenn du den Weisheitszahn noch nicht hast wachsen lassen und man nimmt ihn dir vorher raus, kannst du nicht sagen, ob das hätte jemals ein Problem gemacht. Das kannst du nicht sagen. Dann kann natürlich ein Argument sein, okay, der Biss könnte sich jetzt verändern. Das wird er auch irgendwo, aber er wird sich auch wieder verändern. Bissarten, also dass wir aufeinander die Verzahnung, die wir haben, ändern sich immer. Auch wenn wir das nicht so mitbekommen. Aber alle 5 bis 10 Jahre siehst du das auch, dass ein Biss sich natürlich verändert. Dass die Zähne natürlich irgendwie dann doch anders stehen. Das sagen auch viele, sagen doch, jetzt hat sich mein Zahn wieder irgendwie ein bisschen verschoben. Jetzt ist der Zahn mir abgehauen. Jetzt ist das irgendwie nach hinten gerutscht. Früher war das doch mal anders und so weiter. Das liegt daran, dass unser Körper ständig in der Anpassung ist. Er muss sich ständig auf die äußeren wie inneren Gegebenheiten, die wir im Laufe der Jahre ansammeln, immer wieder anpassen. Und er will kompensieren. Er will es gut machen. Er will, dass es uns gut geht. Und da braucht er manchmal auch die Anpassung der Zähne, der Schädelknochen, um irgendwo anders im Körper Platz zu schaffen, mobil zu bleiben, stabil zu bleiben. Und die Zähne sind für ihn natürlich das Niedrigste an Problemen, weil unser Gehirn sagt sich, ja, dass jetzt ein Zahn schief steht, das interessiert mich doch nicht. Hauptsache, du kannst dein Knie schmerzfrei bewegen. Das ist viel wichtiger. Also das ist interessant, nur wir sehen das natürlich anders. Wir sagen halt, das muss ästhetisch jetzt passen, das muss irgendwie, der Biss muss perfekt sein, das darf nicht stören. Aber nicht umsonst haben wir halt Phasen, wo immer mal sich ein Zahn auch rausbewegt und sich verändert. Dann ist es so, wenn du jetzt die Weisheitszähne entfernen lässt, dann hast du ja eine lange, lange Mundöffnung vor dir. Denn erstmal die Operation, sage ich jetzt mal so, der Eingriff, muss ja erstmal gemacht werden. Klar, viele machen das heute so ambulant, ohne Probleme, auf dem Zahnarztstuhl. Das ist jetzt nicht der schönste Eingriff, muss man ja auch sagen. Aber es wird so gemacht. Aber das dauert schon mal. Also wenn du jetzt da sitzt und du lässt hier mindestens 2 Zähne rausnehmen, da bist du schon mal gut dabei. Jetzt kommt es darauf an, wie tief ist der Weisheitszahn, wie quer steht er, muss man was zertrümmern, muss man was ziehen. Also das dauert schon eine Weile. Du hast eine ganze Weile deinen Mund offen. Und das ist halt immer so die Gefahr, dass man die Leute hinterher kommen und sagen, also jetzt habe ich eine wahnsinnige Schwellung im Gesicht, meine Muskulatur ist total angeschwollen, ich kriege meinen Kiefer nicht weit auf, weil das eine Belastung ist der gesamten Muskulatur, die jetzt über eine so lange Zeit gedehnt wird, maximal, was da auch keine andere Chance, man muss ja da durch. Für die Halswirbelsäule, die permanent in Überstreckung liegt, die ist dann auch gleich noch mit Kandidat und macht dir dann Verspannungen und Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, kann sie zumindest.
und natürlich auch für die Kiefergelenke. Die Kiefergelenke, die hier oben sind, das Gelenk selber, was jetzt mehr Belastung tragen muss, weil in den ersten Tagen nach der Operation kannst du ja gar nicht viel mit den Zehen da anfangen. Du musst zwar was essen, du musst irgendwie auch was in dich hineinlassen und auch die Wochen danach, aber das löst halt dann nicht viel an den Zehen, sondern viel wird dann übernommen über das Kiefergelenk. Das muss dann mehr Stabilität aufbringen, um Nahrung zu zerkleinern und weniger über die Zähne und vor allem weniger über die Backenzähne, die sehr, sehr wichtig sind, dass wir Nahrung gut zerkleinern können. Also wenn du mal irgendwie vorne mal ein Problem gehabt hast in einem Zahn, ist das lange nicht so schlimm, als wenn du hinten ein Zahnproblem hast. Ich habe mir vor ein paar Jahren den vorderen Schneidezahn, also zwei davon, ausgeschlagen und konnte ja erstmal gar nicht da vorne irgendwie abbeißen. Das ging halt nicht. Das ist natürlich dann auch wieder ein Thema für sich, weil du dann natürlich entweder Kost halt pürieren musst oder halt kleiner machen musst zumindest. Und dann musstest du die irgendwie nach hinten stopfen. Aber hinten geht's dann. Weil hinten kannst du dann sogar sagen, ach, ich kann jetzt irgendwie ein Brötchen verkauen, weil die hinteren Backenzähne, die lösen das. Nur wenn du halt dann jetzt hinten halt einen Weisheitszahn hast, der fehlt und der ja auch eine Narbe und eine Wunde hinterlassen hat, dann werden das die Backenzähne nicht erledigen können für dich. Die sind dann erstmal out of order, die machen erstmal gar nicht viel und jetzt musst du das vorne lösen über die Schneidezähne, über den Eckzahn und über das Kiefergelenk. Und das ist natürlich eine Belastung. Das sind jetzt erstmal die 10 Themen, die ich sehe, die so beim Weisheitszahn so zum Problem werden können und wo ich sage, man muss es abwägen. Als Tipp gebe ich immer mit, also ein paar Tipps. Zum einen, lass es kontrollieren. Lass es regelmäßig kontrollieren, wie die Keimanlagen deines Weisheitszahns sind und wie der wächst und ob er überhaupt wächst. Alle 2 Jahre ist es mittlerweile Standard, beim Zahnarzt mal ein Röntgenbild machen zu lassen. Und da kann man auch noch drauf bestehen, auch als gesetzlich versicherter Patient. Und dann machst du dir einfach mal ein Röntgenbild und guckst dir mal an oder lässt dir mal angucken, beziehungsweise was die Weisheitszähne so machen. Und dann kann man sich immer noch dafür entscheiden, ob man so einen Zahn entfernen lässt oder nicht. Und wenn jetzt nur einer Probleme macht, warum musst du dann alle 4 entfernen lassen? Das ist mir auch noch nicht logisch gewesen in all dem Spiel. Warum? Das hat ja gar keine Not. Jetzt sagt man natürlich, ja, dann sind alle 4 weg. Ja, das ist ja ein Argument, aber das heißt ja lange nicht, dass alle 4 dir Probleme gemacht hätten. Also, da muss man wirklich erstmal abwägen. Dann natürlich putz einfach gut. Mach eine sehr gute Zahnhygiene. Auch wenn die Weisheitszähne noch gar nicht da sind. Aber mach eine gute Zahnhygiene. Ich habe da auch schon ein paar Videos aufgenommen zur Zahnhygiene. Also, wo ich wirklich sage, als einfacher Tipp jetzt mal, gut elektronisch putzen. Zahnseide benutzen, Zahnbürstchen benutzen. Das ist so das Minimum. Und wer dann noch sagt, er entgiftet mit Zahnöl, der ist besonders gut dran. Weil dann hast du halt auch nicht mehr das Problem, dass du vielleicht schon unter einem anderen Zahn irgendwo eine Entzündung angesiedelt hast und dann schon überrascht bist, dass wenn der weiße Zahn kommt, du auf einmal Entzündungen im ganzen Körper hast. Also sei da einfach auf der Hut, dass du gut dich beraten lässt. Und sei selber für dich verantwortlich. Wenn jetzt so ein Zahnarzt kommt und sagt, pro forma, wir machen erstmal alles weg. Du hast noch gar keine Probleme, es ist alles noch in Ordnung. Oder vielleicht hast du mal kurz vor einer Woche Probleme. Aber im Prinzip hat sich das noch nicht gestört. Es ist alles noch in Ordnung, es ist keine Entzündung, du hast vielleicht nur ein bisschen Schmerz. Du merkst, es schafft hier was, der Weisheitszahn will durch. Dann warte doch erstmal ab. Glaub doch nicht immer alles gleich sofort, was der Zahnarzt sagt. Gib dir doch Zeit. Sag doch, okay, ich komme nochmal wieder in 2 Wochen. Wir werden dann sehen, wie es ist. Oder geh nochmal zu einem anderen Zahnarzt und hör auch einfach auf dein Gefühl. Und wenn dein Gefühl sagt, ich weiß nicht, warum wir jetzt Weisheitszähne entfernen lassen sollen, die noch gar keine Probleme machen, dann mach's doch einfach nicht. Also viel höre ich da wirklich, dass da Patienten sagen, ja, da hat das jetzt gesagt, der Zahnarzt, und deswegen habe ich es gemacht. Und dann muss ich einfach sagen, du bist doch für deinen Körper selber verantwortlich. Dann ergreif doch auch die Chance der Verantwortung und überleg erst mal 3-mal, ehe du so einen Eingriff machst. Weil wie gesagt, so ein Eingriff macht Schmerzen, er macht Probleme, er macht Schwellung und du hast erst mal Energie rausgegeben, was hätte vielleicht gar nicht notwendig sein müssen. Im nächsten Video will ich dir zeigen und will ich dir mal verraten, was so die Verbindungen sind der Zähne zum gesamten Organsystem
und was so die emotional-seelische Ebene ist bei Weisheitszähnen. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Nicht umsonst heißt der Weisheitszahn Weisheitszahn. Deswegen bleib einfach dran beim nächsten Video. Mittwochs und sonntags bringen wir immer die Videos raus. Wir freuen uns mega, wenn du dabei bist, wenn du Themenvorschläge unter das Video packst und einfach mal deine Fragen stellst, die du hast. Vielleicht auch zu einem ganz anderen Thema, aber im Bereich Kiefer, Kopf, Nacken, Rücken, das wäre natürlich wichtig. Und auch deine Themenvorschläge, was wir aufnehmen können für die nächsten Videos. Ich danke dir und wünsche dir einfach bis zum nächsten Mal alles Gute.